Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Nossi Nossborn. Ja, so Leute, es hat ja in letzter Zeit ziemlich wenige Videos gegeben hier auf dem Kanal. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Das hier gibt jetzt ein Infovideo über den Kanal, wie geht's weiter, was war los und. Und das werde ich euch jetzt kurz erklären. Ich mache da jetzt gar keine lange Tragödie draus. Auf jeden Fall erstmal will ich mich entschuldigen, dass so viel inaktiv war. Das hatte aber private Gründe, hatte relativ viel zu tun. Und dann kam noch dazu, dass ich am Überlegen war, eventuell mit YouTube aufzuhören. Aber ich habe gemerkt jetzt in der inaktiven YouTube-Zeit, dass ich es nicht kann. Ja, und es ist jetzt auch LOL dazukommen. Mit LOL werde ich auf jeden Fall ein wahnsinnig stabiler Content haben hier auf dem Channel. LOL wird ein großer Bestandteil werden hier jetzt von dem Kanal. Und es geht aber auch weiter mit den anderen Spielen. Ja, ich will dann auch noch kurz was zur Survival Challenge sagen. Die Auflösung von der Survival Challenge, das hat mich damals wahnsinnig geärgert. Da könnt ihr nichts dafür. Aber das Ding war, ich hatte die Challenge abgeschlossen und habe 2 Stunden bevor sie fertig war neue Speicherkarte reingemacht. Okay, Challenge, Survival Challenge war dann abgeschlossen. Ich habe mich abholen lassen von meiner Mom. Ja, beim Heimfahren habe ich meiner Mom die Geschichte mit dem Gewehr erzählt. So, dass ich da im Wald ein Gewehr gefunden habe und. Ich glaube aber, es ist ein Luftdruckgewehr. Dann sagt sie zu mir, ja Philipp, aber das musst du melden. Überleg doch mal, das finden Kinder und es passiert irgendwas damit. Da dachte ich mir so, ja, hat sie recht. Das hatte ich schon melden. Ja. Nichtsdestotrotz, Polizei angerufen, okay, die sind dann kommen, laber. Ich natürlich Cam am Start gehabt, so, hab sie hier so ein bisschen versteckt. Und vor allem irgendwann sagt, komm, was ist das? Was ist diese Kamera? Hermit. Was ist wie Hermit? Kamera her, wird nicht gefilmt, darfst nicht filmen, bla. Dann sage ich, dann lösche ich das. Ja, lösch sofort. So, und dann standen die beiden neben mir und haben genau zugeschaut, wie ich das lösche. Weil die hinter voll Terror geschoben wegen der Kamera, volles Theater gemacht. So, auf jeden Fall habe ich dann leider Gottes alles gelöscht, was noch auf der Speicherkarte drauf war. Weil ich habe auf der kleinen Kamera, die war ja neu, noch nie auf der Kamera selber was gelöscht. So, das heißt, alles was da drauf war, war weg. Mir haben dann quasi die letzte 2 Stunden von der Survival Challenge gefällt. Ja, und ich habe die Videos immer so aufgenommen, immer so bearbeitet, wie ich sie braucht habe. Das heißt, ich habe das erst zum Schluss gemerkt, dass mir das fällt. Ich war wahnsinnig verärgert. Ich werde auch nie wieder was der Polizei melden, wenn ich irgendwo was finde. Ist mir scheißegal, das soll es liegen bleiben, soll es verrotten. Auf jeden Fall habe ich dann die letzte 2 Stunden von der Survival Challenge gelöscht. Ich war wahnsinnig aggro, weil die ganze Mühe umsonst war. Und habe mir dann überlegt, das nachzudrehen. Aber mit dem Nachdrehen, es wäre blöd gewesen irgendwie, weil es einfach so nicht mehr passt hat. Und ja, das war das Ende von der Survival Challenge. Ich wollte früher schon mit euch drüber reden. Wie gesagt, hab mir eine Woche lang überlegt, es nachzudrehen. Es hat aber geregnet, aber ich wollte euch da dann quasi auch nicht so heftig belügen. Im Endeffekt hätte ich es euch dann gesagt, dass ich es jetzt nachgedreht habe. Und ja, dann wäre das alles nämlich so toll gewesen, wie es eigentlich war. Ja. So Leute, auf jeden Fall, es wird aber Änderungen geben hier auf dem Kanal. Ich werde den Kanal umbenennen in nur Nos, N-O-Z-Z. Kanalbanner und so lasse ich jetzt gerade machen. Und dann wird irgendwann im Laufe der Woche, also nicht erschrecken, wenn der Kanal auf einmal Nos heißt und nämlich Nossi Nossborn. Es geht alles ganz normal weiter. Heute Abend kommt ein neuer Part LOL mit Warwick im Jungle. Teach me if you can. Und dann geht's ab morgen wieder regelmäßig weiter mit Videos der Hunter Brimel. Und GTA und GTA Online kommt jetzt nur dazu, werde ich auf jeden Fall jetzt die Heist-Missionen alle mitnehmen. Und ja, Leute, dann wird es auch geben. Und zwar Sarah, die Freaky Sarah, die aus LOL, die hat, glaube ich, alle Skins. Ich werde auch Skin-Vorstellungen machen hier auf dem Kanal, wo man sich dann die alle nochmal ausschauen kann. Ja, meine Freunde, dann bedanke ich mich hier für das kleine Infovideo. Wenn ihr euch darauf freut, dass hier jetzt wieder Party abgeht, dann lasst auch ein Like da, schreibt einen Kommentar dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Heute Abend, ca. 18 Uhr, kommt das LOL-Video. Ciao, ciao.